So, dann wollen wir das Ganze dann noch beenden. Wir wollen also eine Funktion haben, die in Abhängigkeit von einem Winkel, also dem Abwurfwinkel sozusagen und natürlich der Anfangsgeschwindigkeit, uns sagen kann, an welchem Punkt wir landen. Und dafür bedienen wir uns jetzt einfach einer der grundlegendsten Formeln, die wir in der Mechanik haben oder generell in der Kinematik, wenn wir Bewegungen beschreiben wollen. Und zwar besagt die, und wenn du sie siehst, dann wirst du wahrscheinlich auch denken, klar, das wusste ich auch, dass der Weg, den wir zurücklegen, und in dem Fall gucken wir uns mal nur die X-Richtung an, weil das ist ja das, was wir wissen wollen. Wir bewegen uns ja nur in X-Richtung. Wir wissen ja, dass wir in Y-Richtung keine andere Bewegung haben. Also wir wissen, dass der Weg sich zusammensetzt aus der Geschwindigkeit mal der Zeit. Richtig? Wie gesagt, ich denke, das sollte eigentlich auch Sinn machen. Mit dem einfachen Hintergrund, dass ich V mal T sagt ja nichts anderes aus, als dass ich mich mit einer gewissen Zeit lang mit einer gewissen Geschwindigkeit bewege. Und wenn das zu Ende ist, also wenn ich das ausgerechnet habe, dann stehe ich halt genau an irgendeinem Punkt. Also ich muss ja irgendwo aufgehört haben dann. Und das ist halt logischerweise der Punkt, an dem ich mich dann befinde. Und wenn wir mal gucken, ich behaupte, wir haben ja alle Bestandteile, die wir brauchen. Wir haben T, das haben wir uns hier gerade ausgerechnet im letzten Video. Und wir haben Vx, das haben wir im ersten Video schon ausgerechnet. Das ist das hier oben. Also setzen wir nochmal alles ein. Also ich sehe gerade, wir haben ja Vx auch direkt hier drüber nochmal. Dann können wir es von da vielleicht nochmal nehmen. Also wir wissen, dass Vx sich zusammensetzt aus der Anfangsgeschwindigkeit, die kennen wir, mal dem Cosinus von Alpha. Den kennen wir auch, den Winkel. Also kennen wir dann auch den Cosinus davon. Und wir rechnen noch mal t, und t ist ja das Ganze, was hier hinten steht. Also setze ich das alles zusammen aus mal 2 mal unsere Anfangsgeschwindigkeit mal dem Sinus von Alpha. Alpha kennen wir auch. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir V und Alpha gegeben kriegen, also die Anfangsgeschwindigkeit, mit der wir werfen, und die Geschwindigkeit, mit der wir und den Winkel, in dem wir werfen. So, das wäre jetzt alles Sx. Das wäre alles Sx. Und um es nochmal ein bisschen deutlicher hinzuschreiben, packen wir mal die ganzen Konstanten nach vorne. Also wir wissen, dass der Weg in x-Richtung in Abhängigkeit von einem gewissen Winkel Alpha lässt sich folgendermaßen beschreiben. Wir haben 2 mal V haben wir also V Quadrat. Also 2 mal V Quadrat geteilt durch die Fallbeschleunigung, das ist ja nur eine Konstante, also ist eigentlich auch nur eine Zahl. Und übrig bleibt hinten noch Cosinus, wahrscheinlich mal Sinus zuerst, mal Sinus von Alpha, mal Cosinus von Alpha, mal Cosinus von Alpha. Das heißt, immer wenn dir jetzt jemand einen Winkel gibt und eine Beschleunigung, eine Anfangsbeschleunigung, und du weißt, dass du auf der gleichen Höhe landest, wie du auch geworfen hast, und der Luftwiderstand vernachlässigbar ist, brauchst du einfach nur die beiden Sachen hier einsetzen und kannst halt in Abhängigkeit von diesem Winkel halt beschreiben, wo du im Endeffekt auf deiner Ebene landen wirst.